Wer bist du eigentlich? Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ich? Ich bin für alle nur der Totengräber. Pater Fredericks Totengräber. Und es macht mir nichts aus. Sie sind ein Gordon, richtig? Ja, Samuel Gordon. Also sind Sie der Enkel von dem alten Mr. William? Ja. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Natürlich. Kannten Sie William? Nein, nicht persönlich. Aber ich habe ihn ab und zu gesehen. Er hat manchmal die Kirche besucht. Wie oft? Nicht so oft, aber wenn er kam, hatte er es immer eilig. Als ob er wüsste, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hat er je mit Ihnen gesprochen? Nein. Wie gesagt, ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber er hat mit Pater Frederick gesprochen, nicht wahr? Da müssen Sie den Pater selbst fragen. Das mache ich. Danke. Wenn ich ehrlich bin, es sieht so auf dem Bild, es sieht so professionell aus. So ein Popschuss, es macht einen riesen Unterschied, das ist Wahnsinn. William! Ich habe gehört, dass Sie manchmal gesehen haben, wie William am späten Abend zur Kirche kam. Stimmt das? Wer hat Ihnen das gesagt? Das ist nicht wichtig. Also, stimmt es? Ich möchte nicht darüber reden. Ich will keinen Ärger. Was auch immer Sie mir sagen, es bleibt unter uns. So richtig weiß ich nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Aber da Sie ein Gordon sind, sage ich Ihnen, was ich gesehen habe. VIP-Bonus! Alle, die den alten Sir William kannten, hielten ihn für einen Spinner. Bitte, das soll keine Kränkung sein. Und später, als er niemanden mehr sehen wollte, ging es mit dem Tratsch so richtig los. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie das, was ich Ihnen als nächstes erzähle, nicht für eine Erfindung halten. Reden Sie weiter. Das erste Mal habe ich ihn hier vor 6 Monaten gesehen. Ich saß in meiner Hütte, wollte gerade ins Bett. Da habe ich ein Licht gesehen. Jemand ging auf die Kirche zu. In den 20 Jahren, die ich hier arbeite, ist niemand so spät am Abend gekommen. Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Ich sah, wie jemand in einen dunklen Mantel gehüllt, zwischen den Gräbern auf und ab ging. Er ging tief gebeugt. Er suchte etwas. War es William? In dem Moment hatte ich keine Ahnung, wer es war. In der Dunkelheit konnte ich sein Gesicht nicht sehen. Er war ungefähr 20 Minuten lang hier, lief herum und murmelte vor sich hin. Was hat er gesagt? Tja, ich habe ihn aus der Ferne beobachtet. Es war nicht zu hören. Und was passierte dann? Die Kirchentür öffnete sich und er ging gleich darauf zu. Ich bin ihm vorsichtig gefolgt. Pater Frederick stand in der Tür. Es kam mir so vor, als hätte er diese Person erwartet. Erst dann erkannte ich, dass es Sir William war. Ich war jetzt nahe genug, um seine Stimme zu hören. Er und der Pater führten ein langes Gespräch. Und dabei fuchtelte Sir William wild mit den Händen herum. Schließlich gingen sie hinein. Das war alles, was ich gesehen habe. Wissen Sie sonst noch etwas? Ich stecke meine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Na gut, danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich habe es Ihnen nur gesagt, weil Sie Sir Williams Enkel sind. Jetzt gehen Sie bitte. Ich muss meine Arbeit hier zu Ende machen. Warum hat William sich mitten in der Nacht mit Pater Frederick getroffen? Nee, wir gehen noch nicht. Sag uns was über die Kirche. Darf ich mich in der Kirche umsehen? Sie müssen warten, bis Pater Frederick wieder da ist. Bis dahin bleibt die Kirche abgeschlossen. Aber Sie könnten sie doch aufschließen, oder? Spielt keine Rolle. Sie bleibt abgeschlossen, wie Pater Frederick es angewiesen hat. Spasti. Kirche betreten. So, dann schau mal. Was macht er mit der Spitzhacke da? Wieso? Warum? Kann ich eigentlich gehen? Nee, nicht zum Hintern. Kann ich ganz gehen? So, nach Hause. Vielleicht ist es ja schon 7 Uhr. Ich kann jetzt nicht gehen. Gut, dann schauen wir auf den hinteren Friedhof, wenn es sein muss. Zu Williams Grab. Hallo, Williams Grab. Ich hoffe mal, es ist das da. Das war nötig.
William wird auf ewig in diesem kalten Grab ruhen. Ich werde die Wahrheit aufdecken, und wenn ich dafür durch die Hölle muss. Be careful what you wish for, kid. Entschuldigung. Böse Lache musste sein. Die Frage ist, ist hier noch irgendwas? Alter Baum am Arsch zur Kirche. Zum hinteren... Die Kirche kann ich nicht betreten. Hätte ich vielleicht die Gruften anschauen müssen? Vielleicht. Ich kann jetzt nicht gehen. Ja, okay. Vielleicht weiß der Grave of the Toten noch was. Cooler Spitzname, Grave of the Toten. Darf ich Sie freaky, stören? Freaky Fresh, sorry. Nur kurz, ich habe viel zu tun. Pater Frederick. Ist Pater Frederick inzwischen zurückgekehrt? Nein, ist er nicht. Es ist eine lange Fahrt von Windsor. Ja, dann halt's Maul, komm. Bla 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 bla. Es ist 7 Uhr. Ich sollte zum Haupttor zurückkehren. Wenn Herman sein Wort hält, wartet sein Helfer dort auf mich. Wer hat gesagt, dass du zu spät bist, hä? Weißt du, es ist jetzt 7 Uhr, du brauchst bestimmt 30 Minuten bis hier. Sie sind Dr. Hermans Aushilfe, stimmt's? Ich bin nicht Dr. Hermans Aushilfe. Ich arbeite nur ab und zu für ihn. Sie sind Samuel Gordon, oder? Ich muss etwas abliefern. Ja, geben Sie es bitte mir. Ja, warum nicht? Mir ist es sowieso egal, wer Sie sind. Ich soll dieses Paket dem geben, der um 7 an diesem Tor steht. Damit ist mein Job erledigt. Nehmen Sie das, dann kann ich gehen. Warten Sie einen Moment. Sind Sie Mark? Ja, das bin ich. Warum? Harry hat gesagt, dass Sie in unserem Garten gearbeitet haben. Gelegentlich, ja. Na und? Ich habe eine Frage zu William Gordon. Was können Sie mir von ihm erzählen? Nichts. Ich kannte ihn kaum. Ich habe nur im Garten gearbeitet. Ich habe es eilig. Wollen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Gut, dann bis dann. Wiedersehen. Hoffentlich finde ich das, wonach ich suche. Bestimmt. So, mal schauen, was in der Schachtel drin ist, Junge. Guck mal rein. Guck rein. Dann gucken wir nicht rein. Warum denn auch? Von selber mal. Er ist leer. Komm. Keine. Ich warte. Irgendwann ist da ein Brief drin. Ich weiß aber nicht mehr wann. Das müsste dann später darin sein. Darin sind nur eine Uhr und ein paar Habseligkeiten. Eine Uhr? Ich mache sie auf. Hier hat William irgendetwas angemerkt. Okay. Was steht da drauf? Für meinen vergesslichen Kopf. Der Weg zum Schlüssel beginnt in der Bibliothek, bei meinem Schreibtisch, versteckt unter dem blauen Vorhang der ungeschriebenen Worte. Also das Rätsel ist doch ein bisschen billig jetzt. Also ich meine, man könnte drauf kommen, dass es irgendwas mit Tinte zu tun hat. Klar, das ist dann schon die höhere Mathematik, wo wir jetzt drüber diskutieren, ganz klar. Aber meine Nase juckt gerade wie verrückt. Fuck it. Boah, das ist schlimm. Echt nicht cool. So. Der blaue Vorhang der ungeschriebenen Worte, also unterm Tintenfass. Ist irgendwas? Es hat sich gereimt, Tintenfass irgendwas? Ja, kann man so anbieten in Reimen. Dreisilbig, Bombe, Tintenfass. Unter dem Tintenfass ist ein Knopf. Ich versuche ihn zu drücken. Nee, ich sag da nichts dazu. Da ist eine Art Schachtel. Die nehme ich. Keine weiteren Worte. Sonst noch was? Hallo, Geheimschrank da. Da. Da ist nichts mehr von Interesse. Da ist nichts mehr von... Warum sagst du, dass nichts von Interesse ist, aber es bleibt rot?
Ah, ich weiß ja nicht so, aber gut. Wir haben jetzt eine Schachtel mit Kugeln. Planet. Ah, da war ja was. Da war ja was, Herr Barnabas. Vielleicht hier scheint etwas zu fehlen. Ja, und vielleicht haben wir dieses Etwas. Wir dürfen Planetenbahn bestimmen. Sollte jetzt aber nicht das ganz große Problem sein. Man muss nur die richtige Bahn hier finden. Warte mal, das ist die 4, das ist die 5, da hinten ist die 5, das ist die 6, das hier ist die 9, Pluto, das ist der Merkur. Wahrscheinlich, ja. Das sollte die Venus sein. Das ist der Mars. Und jetzt hier 50-50 Chance, Uranus, Neptun. Falsch rum. Ja, Planeten habe ich auf Kette, Kim, habe ich auf Kette. Das war's. Das muss Williams Schlüssel sein. Mann, sind wir geil. Mich interessiert, wie so ein Mechanismus überhaupt funktionieren soll. Also, dass nur bei den richtigen Planeten sich das öffnet. Not so sure, aber gut. Wir haben einen Schlüssel. Und wir wissen ganz genau, was wir damit jetzt machen werden. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine Pause mache, aber Nee, will ich nicht. Hab ich krass keinen Bock drauf. So, jetzt gehen wir da rüber und Williams Urpapier können wir eigentlich alles wegschmeißen. Also rein von der Theologie her. Zum Turm. B-Punkt treten, danke. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Du bist so dumm. Offenbar klemmt das Schloss. Du bist einfach nur so dumm. Der schwarze Turm fehlt. Wahnsinn, ey. Der schwarze Turm. Ja, fuck. Sekretär. Was liegt da drauf? Der schwarze Turm. Ein Schmuckkasten. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Tja, da bist du auch der Einzige. Sonst noch was? Schriftrollen? Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Schade. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Sonst noch was? Hier? Nein. Schublade. Hallo. Schublade. Schau da rein, Junge. Willst du mich verarschen? Ich dachte schon, was zur Hölle? Buch, okay. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Okay. Buch ohne Titel. In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Raffiniert! Wofür ist der Schlüssel? Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Truhe? Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Vielleicht dafür? Passt nicht. Vielleicht die Truhe? Sonst können wir ja nicht viel öffnen, irgendwie. Na gut. Was ist da drin? Ein komischer Bass und eine seltsame Kugel.
Fühlt sich kalt an. Ja, denkst du, sie ist glühend heiß oder was, Junge? Boy, Globus. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Tja, was weiß ich. Das ist mies, gerade war draußen so ein Geräusch und ich hab mich gerade so ein bisschen erschrocken. Das war nicht cool. Aber geht ja noch. Schublade. Ich kann hier sonst nichts mehr anklicken. Also so gar nichts. Null Runde. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Ich hab's mir gedacht. Das Tagebuch von William Gordon. Wie kann Williams es da kleben? Tagebuch. Ausgezeichnet. Wie zur Hölle kann es da kleben? Und außerdem... Vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah.